Hallo Freunde des Sports in der gepflegten Unterhaltung, wie sind Sie wieder bei einem Infovideo? Da gab es ja schon mal die Tage 1. Ich denke mal, heute kam das auch. Und ja, dieses Infovideo ist schon wieder etwas, was ich ungerne mache. Aber ich muss euch leider mal wieder mitteilen, dass nachdem ich jetzt meine Aufnahmesession durchgezogen habe bei der Spielerkarriere und ich glaube insgesamt 6 Stunden am Stück oder so aufgenommen habe, ich natürlich wieder so schlau war und den Spielstand der Spielerkarriere überspeichert habe. Das Tolle ist, ich habe keinerlei Absicherung davon gehabt. Ich habe versucht, das mit einer Systemwiederherstellung wiederherzustellen, das Ganze. Allerdings stellt die Systemwiederherstellung nur die Programme und Dateien wieder her und nicht die Dokumente. Und das, was ich bräuchte, wäre ein alter Speicherstand, ein altes Dokument davon. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht allzu euphorisch in diesem Video, sondern ich kann euch sagen, ich habe aufgenommen bis zum Part 61, 62, so in dem Dreh. Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall diese Karriere noch sehen. Aber worauf es jetzt ankommt, ist ganz, ganz wichtig. Ich kann da jetzt leider selber nicht mehr gerade viel machen. Das heißt, wenn ihr vielleicht wisst, wie man diese Dokumente, und das ist ganz wichtig, ist ein Dokument, es sind keine Dateien und keine Programme. Ja? Also ich habe diverse Programme mir schon mal rausgesucht und geguckt, ob es eventuell Geschichten gibt, die ja einen alten Speicherstand wiederherstellen können. Ist leider nicht der Fall. Ja, und man kann meinen PC sozusagen auch nicht auf diese alten Dateien, beziehungsweise Quatsch, die alten Dokumentdateien zurücksetzen, weil ich keinen gesonderten Speicherstand dafür habe. Also normalerweise die Systemwiederherstellung macht regelmäßig bei jedem Update einen Speicherpunkt. Allerdings ist dieser halt wirklich, wie gesagt, nur für Dateien und Programme. Man müsste halt einen extra Speicherpunkt manuell erstellen, bei dem man halt diese, ja, Speicherstände sozusagen weiterhin behält. Das heißt, ich muss demnächst, wenn ich das dann immer mal wieder mache, dann kann ich das dann auch wieder dahin zurücksetzen. Und ich werde mir auch demnächst jedes Mal, wenn ich eine Aufnahmesession beendet habe, die Speicherstände alle nochmal rausnehmen und kopieren. Weil das ist einfach was, was mir so gegen den Strich geht. Das passiert mir so oft wieder. Es ist ja schon das dritte oder vierte Mal seit dem 14er Part damals. Und ja, es tut mir sehr, 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 sehr leid, dass das passiert ist. Und für alle die, die jetzt denken, oh mein Gott, wie blöd ist der eigentlich, dass ihm das schon wieder passiert. Ich kann es echt verstehen, also ich bin doch nicht mal böse, wenn ihr so denkt. Aber wie gesagt, wenn ihr mir vielleicht doch irgendwie helfen könntet oder irgendwen kennt, der sich da vielleicht auskennen könnte, dann auf jeden Fall nochmal einen Kommentar drunter schreiben, denn eigentlich will ich die Karriere weiterspielen. Ansonsten, ja, ist es der gängige Weg, dass ich dann einfach neu anfange. Ihr habt bis zum, warte mal, 30. glaube ich, Zeit. Ich guck mal lieber nochmal. Ich glaube, bis zum 30. habt ihr Zeit, mir da nochmal Kommentare zu schreiben. Ist jetzt günstig, dass ich das gemerkt habe, bevor ich jetzt in den Urlaub gefahren bin. Deswegen kann ich das jetzt noch ganz schnell machen. Also ich fahre in einer Stunde los oder so. Ich habe das jetzt alles mitbekommen. Und ja, aufgenommen ist bis zum 30. die Spielerkarriere. Ab dem 31. würde ich dann wieder anfangen mit der neuen Spielerkarriere. Das heißt, wenn ihr bis zum 30. mir gesagt habt, so und so könntest du das hinbekommen, dann könnte ich das alles wiederherstellen und könnte ganz normal weitermachen. Wenn ihr aber selber nicht wisst, oder ob, es geht wahrscheinlich gar nicht, so wie ich mir das vorstelle, dann ist es halt ein bisschen ungünstig. Dann, wie gesagt, müssen wir neu starten. Und da würde ich auch sagen, könnt ihr abstimmen in den Kommentaren, bei welchem Verein es weitergehen soll. Weil, ja, wir waren jetzt bei Dortmund und das eigentlich eine Saison. Ich hätte gerne weitergemacht und ich hätte gerne auch mit denen jetzt noch einiges gewonnen. Aber ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht verlangen von euch, dass ihr euch die ganze Zeit anguckt, wie wir mit Dortmund spielen. Vielleicht kann man dann am Ende der neuen Saison sozusagen trotzdem nochmal zu Dortmund wechseln, ist ja alles möglich, aber für eine neue Saison würde ich halt begrüßen, wenn ihr einfach unten in die Kommentare schreibt, bei welchem Verein und bitte ein, ja, ein hohes Ziel setzt, sage ich mal so. Also das ist nicht so wie in der Trainerkarriere, dass ich sage, hey, wir spielen jetzt in der fünften Liga oder was weiß ich was, sondern, also übertrieben gesagt, sondern setzt das Ziel so hoch wie möglich an, dass wir vielleicht sogar 2 Saisons verliehen werden, so dass wir halt ein bisschen rumkommen, bevor wir dann letztendlich da spielen, wo wir dann hingehören. Natürlich werde ich es wieder so machen, dass wir den Legionär spielen. Das heißt, am besten wäre es, wenn wir als Wunschverein sowas wie Barcelona haben oder
Real Madrid, ist aber auch wurscht. Wie gesagt, könnt ihr ja selber entscheiden. Und wenn wir zwischendurch dann halt relativ früh die französische Liga mitnehmen, die italienische Liga mitnehmen und dann sozusagen die fünf großen Ligen zumindest mitnehmen und eventuell sogar noch sowas wie Portugal oder was weiß ich was am Anfang. Alles möglich. So. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass es nicht möglich ist, diesen Speicherstand wiederherzustellen, wo ich denn anfangen soll. Und wenn ihr schon irgendwas seht, wo ihr sagt, ey, das möchte ich auch, also wenn ihr jetzt schon jemand geschrieben hat, Real Madrid, und ihr seid derselben Meinung, dann schreibt am besten nicht nochmal den Kommentar, sondern einfach liken, dann weiß ich, dass ich sehe das dann. Und ja, ansonsten nochmal sorry dafür und genießt die Tage bis zum 30. Es ist das letzte Spiel dieser Spielerkarriere. Und ja, tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen und wir sehen uns dann in alter Frische auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest und lasst euch reich beschenken. Ich bin raus, euer Schuto.